Hallo und herzlich willkommen auf jurelda.de. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Das Thema dieses Videos lautet die Grundlagen der Volkswirtschaftslehre und davon der zweite Teil. Wir starten gleich mit der dritten Regel. Diese lautet, du entscheidest so, wie du es für richtig hältst. Diese Regel, dieses Prinzip wird auch als Rationalität bezeichnet. Und was soll es uns sagen? Das möchte ich dir an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, du bist glücklich und hast 800 Euro auf deinem Konto liegen. Diese 800 Euro möchtest du investieren und stehst vor der Frage, ob du davon in eine Woche Urlaub fahren möchtest oder ob du dir ein neues iPhone kaufen möchtest. Genau bei dieser Frage wendest du Regel Nummer 1 und 2 an, die wir bereits kennen. Du musst dich nämlich entscheiden, da du beides nicht gleichzeitig haben kannst. Und wie entscheidest du dich? Richtig, du wägst die Vorteile des einen mit den Nachteilen des anderen ab. Und das ist nichts anderes als diese dritte Regel. In diesem Beispiel entscheidest du dich für ein iPhone. Du entscheidest dich entweder für ein iPhone, weil du das ganz besonders toll findest, oder weil du zum Beispiel sagst, eine Woche Urlaub ist mir einfach zu kurz. Dein Freund oder deine Freundin hat ebenfalls 800 Euro auf dem Konto und möchte die ebenfalls investieren. Dein Freund oder deine Freundin entscheiden sich aber ganz anders. Die hätten zwar auch gerne ein iPhone, aber die finden die Farbe schwarz ganz schrecklich. Deshalb gehen sie ins Reisebüro und buchen lieber die Woche Urlaub. Was ich damit sagen möchte ist, ihr beide standet vor der gleichen Frage, ihr habt euch aber grundsätzlich anders entschieden. Ihr habt euch anders entschieden, nämlich nach dieser Regel, so wie ihr es für richtig haltet. Bei dieser Frage gibt es also weder ein richtig noch ein falsch. Das ist sehr wichtig zu wissen. Damit kommen wir auch schon zur vierten Regel. Die vierte Regel lautet, deine Entscheidung kann durch vieles beeinflusst werden. Deine Entscheidung kann durch vieles beeinflusst werden. Was meine ich damit? Anfangs hattest du dich für das iPhone entschieden, weil dir diese Woche Urlaub zu kurz war. Du hast also die Vorteile des Urlaubs und die Vorteile des iPhones miteinander abgewogen. Gleichzeitig hast du auch die Nachteile des einen mit den Nachteilen des anderen abgewogen. Man muss aber nicht nur von Vorteilen sprechen. In der Volkswirtschaftslehre spricht man häufig von Nutzen. Also, ein weiterer wichtiger Begriff ist der sogenannte Nutzen. Wie gesagt, Nutzen kann mit Vorteil übersetzt werden. Ein weiterer wichtiger Begriff sind die Nachteile und diese Nachteile werden als Kosten bezeichnet. Verändern sich die Vorteile, sprich der Nutzen, oder auch die Nachteile, also die Kosten, in Bezug auf deine Entscheidung, dann kannst du deine Entscheidung möglicherweise ganz anders fällen. In unserem Beispiel wollen wir sagen, dass das Reiseangebot plötzlich auf 4 Wochen ausgedehnt wird. Anfangs hattest du dich für das iPhone entschieden, weil dir eine Woche Urlaub zu kurz ist. Das Reisebüro sagt jetzt aber, du kannst für die 800 Euro auch ganze 4 Wochen in Urlaub fahren. Und plötzlich entscheidest du dich anders, denn das Angebot ist viel attraktiver geworden. Aber auch dein Freund oder deine Freundin kann sich anders entscheiden. Angenommen, das iPhone gibt es nicht nur in Schwarz, sondern wie es auch tatsächlich geschehen ist, auch in Weiß, dann entscheidet sich dein Freund oder deine Freundin plötzlich gegen den Urlaub, weil ja jetzt das Problem der schwarzen Farbe, das vorher bestand, nicht mehr dasteht. Damit
haben wir zwei neue Regeln, Regel 3 und Regel 4, gelernt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einen kleinen Exkurs einbauen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist immer die Rede von du und was du machst. Wenn das der Fall ist, dann sind wir im System der sogenannten Marktwirtschaft. Entscheidest du ganz privat für dich, dann kann man das mit Hauswirtschaft übersetzen. Die Lehre, die sich damit beschäftigt, ist die sogenannte Hauswirtschaftslehre. Bist du aber Unternehmer oder vielleicht deine Eltern und die entscheiden, was sie in ihrem Unternehmen machen, dann spricht man von der sogenannten Betriebswirtschaftslehre. Schaut man nun alle Privatpersonen und Unternehmen eines Landes an, also zum Beispiel in Deutschland oder auch in der Schweiz oder in Österreich, dann spricht man von der sogenannten Volkswirtschaftslehre. Und das ist ja unser Thema. Es geht also um das Verhalten sämtlicher Privatpersonen und der Unternehmen in einem Land. Dieses System nennt man auch Kapitalismus. Dieses System ist uns sehr vertraut, denn es existiert, seitdem wir alle geboren sind. Wir kennen nicht viel anderes. Aber es ist nicht Gott gegeben, es ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Es mag viele andere Systeme geben. Wenn wir nämlich hier dieses Du durch den Staat ersetzen, weil der Staat denkt, er kann besser für dich entscheiden, dann spricht man von der sogenannten Planwirtschaft. Und die Systeme, die eine Planwirtschaft haben oder hatten, werden als kommunistische Systeme bezeichnet. An dieser Gelegenheit möchte ich noch darauf eingehen, dass ich zwar unsere Marktwirtschaft und der Kapitalismus als recht nützlich erwiesen hat und im Gegensatz dazu der Kommunismus und die Planwirtschaft als relativ anfällig und nicht sonderlich attraktiv erwiesen haben. Das bedeutet aber nicht, dass es vielleicht noch ganz andere Ideen auf der Welt geben könnte, die sich in der Zukunft einmal durchsetzen werden. Deshalb muss man immer kritisch sein bei dem System, das es gerade gibt und muss auch kritische Fragen stellen können, ob all diese Regeln, die gemeinhin für wahr angenommen werden, auch tatsächlich zutreffen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.